Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC auf der Pleasant Valley County. Ja, erste Ladung, Kaffee ist schon aufgeladen. Wer gestern den Stream geguckt hat, gestern Abend, der hat ja gesehen, Kaffeerösterei waren ja auch 4 Sorten, was wir verkaufen können. Die erste Sorte ist ja schon verladen. Links sehen wir jede Menge Helfer unterwegs, wir haben überall was zu tun. Natürlich laufen 3 Drescher, ich habe es bei 3 belassen, den 4. noch nicht. Ich bin aber mit beiden Spritzen schon unterwegs, alle schon eingestellt. Ja, und unten sehen wir, irgendeine Sämaschine ist schon wieder fertig. Darum müssen wir uns dann auch gleich kümmern. Aber wir werden jetzt erstmal hier versuchen, so viel Kaffee wie möglich, oder die 4 Varianten, was man verkaufen könnte, ist auf alle Fälle zu verkaufen, weil hier drüben Lager ist voll. Ne? Und ja, zu tun gibt es reichlich. Ne? So, da müssen wir natürlich erstmal gucken, wo er hin muss, unser Kaffee. Denken wir ja, ist relativ weit hinten. Ne? Noch weiter? Ja, nee, so weit hinten ist er nicht. Hier ist es. Der Kaffee muss zu Hampton, zu McDonald's. So, da werden wir ihn hinschicken. Hoffentlich vergessen wir es immer nicht abzuladen. Ja, spätestens dann, aber wenn wir das Spiel neu starten, dann wird automatisch abgeladen. Oder beziehungsweise wird ja durchs Speichern der Autoload entsprechend entladen. Wir verladen auch erstmal den Kaffee. Ich denke mal, der 84, der John Deere, das ist der, der Karotten angesät hat. So, was kann er laden? Er kann schon Paletten laden, das ist bestens. Kaffee ist auch komplett voll. Das funktioniert und die Autotreifahrer kippen auch am Hofsilo wieder ab. Wie gesagt, was das gestern war im Stream, warum das nicht ging, keine Ahnung, weil in der Lok steht absolut nichts drin. Ja, nach was will ich dann gucken, wenn in der Lok nichts steht, ne? So, ich glaube, wir stehen jetzt auch zu weit weg, ne? 16.044 nehmen wir hier. Stark gerösteten Kaffee. Ja, er lädt nichts auf, war klar. Kann der Autoloader nichts davor, das liegt ja einzig allein nur an Kraftfahrer. Ne? Müssten wir eigentlich 40 Paletten haben. Sei denn, ich habe mich jetzt verrechnet. Und dann steht ja hier drüben noch unser Gespann, der ebenfalls 40 Paletten laden kann. Da machen wir auch noch einen voll, den schickt man auch noch los, dass wir wenigstens die 3 hier in der Folge versuchen noch zu verkaufen. Ich muss erstmal gucken, wohin. Und zwar stark gerösteter Kaffee für 6.769 nach seinem Tanken zu Applebee's. Also neben McDonald's beinahe, hätte ich gesagt. Ne? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange er braucht zum Hinfahren. Ja, und hier unten ist jetzt auch nicht mehr verschoben, was wir gestern auch gesehen hatten. Da waren ja die Verkaufsstellen standen weiter oben unter den letzten. Ja, ich weiß nicht, also so richtig Multiplayer-tauglich, denke mal, liegt da auch einiges mit an der Karte. Ne? Weil das geht ja schon los bei den Fill-Types. Theoretisch so viel Fill-Types, wie hier vorhanden sind auf der Karte, so viel kann der LS nicht. Ne? Klar kann man das über einen zusätzlichen Mod aushebeln, ne? Aber es tauchen ja dann trotzdem auf dem Server stehen ja schon, boah, erst gebackt, auf dem Server stehen ja dann auch schon die Fehler drin, dass eigentlich zu viele Fill-Types vorhanden sind. Ne? Aber wie gesagt, das ist. Theoretisch weiß man ja, warum es so ist. Ja, verkaufen auf dem Server hat man ja gestern auch geguckt, geht gar nicht. Na, in meinen Augen geht es gar nicht. Also, es geht klar, kann ich verkaufen. Aber ich wüsste nicht, wo ich verkaufen soll.
Ich habe auch den Verkaufspreis, den habe ich über die Datei, die alte Datei reingetan. Also die war nicht mit auf dem Server. Mal gucken, hier stark geröstet. Na, haben wir schon mehr Geld bekommen, ne? Weiß nicht, ich glaube, der ist noch voll, 7000, ne? Oder ist der Nusskaffee? Hier. 23, 35. Und 40. Hinten haben wir alle. So, Kakao, Kaffee. Ja, 6.800 ist auch nicht der Höchstpreis, 7.000, ne? Auch Applebee's, McDonald's in Southampton. Ich habe jetzt beim zweiten schon nicht geguckt, wie lange er fährt bis hin. Das werden wir gleich mal hier noch machen. Gut, 5 Minuten braucht er, dann müsste er da sein. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dann nochmal zu gucken. Gut, könnten wir die LKWs nochmal zurückschicken. Ja gut, aber zweiten Verkaufstour werde ich fast nicht schaffen. So, genau, das ist er mit den Karotten gewesen. Er ist hier fertig, Fahrer entlassen. So, dann machen wir mit ihm natürlich weiter hier oben auf der 54, weil da war jetzt noch nichts angesät worden vorher, weil dort entsprechend noch gekalkt werden musste. Das ist aber schon erledigt. Ich jetzt muss bloß gucken, was auf die 54 drauf soll. Ich glaube, dort kommt aber noch dort kommt Rocken hin. Genau. Weil für Rocken war es ein bisschen knapp geworden. Sonst vielleicht kaufen wir sogar noch ein Feld. Ich habe da noch was ausgeguckt. Also, ja, mal sehen. Weil eigentlich bräuchten wir noch ein bisschen Fläche, wo wir Rocken ansehen könnten. Oh ja, 6 km/h Tempomat. Ne, da kommen wir heute nicht an auf der Karte. Ja. So, gibt es überhaupt einen Kurs für die 54? Wird es, glaube ich, keinen geben. Ne, gibt es noch nicht. Brauchen wir natürlich einen. Stellen wir uns einfach hier in die Mitte. Und generieren ein. Der erste ist da bei McDonald's. Das sieht gut aus, ne? Da er hier zur Straße steht, ist das nicht so kritisch, wo wir da genau stehen. So, 54 natürlich. Wie immer 3 Vorgewände. Das behalten wir so bei. Feld rein zuerst, scharfe Ecken ein, überspringen. Macht zwar bei dem kleinen Feld nicht viel Sinn, ne, aber sah jetzt komisch aus. Ne, ist aber alles passend, ne. So, So, entladen, befüllen, Autodrive ist eingestellt. Auf die neue Version Autodrive natürlich, ne. Ich, jetzt bei mir ist ja jetzt hier Sonntag Vormittag. Und dann mal gucken, wenn ich hier voll gefertigt habe, ob ich dann das mal wenigstens noch ein Tutorial zur neuen Autodrive Version machen. Also, ja, wird sehr, sehr bunt bei den Strecken, ne. Achso, ich hätte ja gar nicht hinfahren müssen. Ich habe da eh am ersten Wegpunkt eingestellt. So, hier müssen wir aber umstellen auf 54. Das hätte ich machen sollen, ja. Dann hätte er schon längst fahren können hier. So, sollte alles funktionieren. Meine Gut- und Halt-Stopp-Abfahrer entlassen. Ich muss Rocken einstellen, wenn wir Rocken ansehen wollen, ne. Nach Möglichkeit nicht drüber klicken. Rocken. So, Abfahrer einstellen.
Nicht, dass hier wirklich noch Karotten wachsen. Bei Karotten haben wir zwei Felder, das passt soweit. Also wie gesagt, ich habe mir das rausgeschrieben, was ich wo ansehen will, sonst würde das schief gehen. Das würde ich, glaube ich, sonst so nicht hinkriegen. So, wie gesagt, hier ist, drüben sind Spritzen unterwegs, so wie es aussieht. Achso, okay, er ist hier gewendet, also er muss dann noch den Mittelteil machen. Kann sein, dass er sich Nachschub holen muss hier, weil er hatte 91 schon gemacht. Und ja, theoretisch als nächster Schritt, dann müssen wir gucken, dass wir auch Richtung Düngerstreuer loskriegen auf die Felder. Dass wir da überall noch düngen. Ja, 87, 88 können wir schon ernten, da können wir nichts mehr düngen. Und theoretisch müsste doch hier unten mal langsam in... Ach, der Plink, der ist voll, unser Kaffeedrescher. Dann muss er mal langsam fertig sein. Aber der Abfahrer war unterwegs. Bin auch bloß mit einem Abfahrer pro Drescher unterwegs. Das lasse ich auch erstmal für einen Moment so. Weil sind es ja noch mehr Abfahrer unterwegs, weil es teilweise, ja, ist schon wieder kurz vorm Ruckeln hier, ne? Dort oben steht schon unser Kalkstreuer bereit, weil die Felder ja 41, 42 müssen ja auch gekalkt werden. Und ja, müssen wir schauen, wie das wird. So, ne, das war das Play halt, hier muss ich doch hin, oder? Ja, muss ich. Da steht die erste Ladung. Wie ich gesehen habe, kommt dort. Ach ne, der will. Ach doch, da kommt er auch zu McDonald's. Wir müssen uns beeilen hier, dass wir noch hier in Ruhe abladen können. Wird schon hinten angeschoben, ne? Warum kriege ich kein Geld? Doch. Habe ich schon einen Schreck gekriegt hier. Wir gehen Kaffee ab vor umsonst oder was? Das geht gar nicht. So, dann geht's hier zurück zur Kaffeerösterei. Einer muss nochmal hin. Die vierte Sorte Kaffee holen. Waren jetzt hier über 210.000, 220.000 waren das. Kaffeerösterei. Ach so, er stand dort, deshalb war das hier nicht mehr offen. So, dort soll er hin. So, hinteren Hänger können wir problemlos abladen. Ne? Den vorderen Hänger müssen wir nach hinten am besten abladen, weil über der Achse geht das ja nicht. Bringt zwar kurz unser Hänger jetzt hier in die Höhe, aber 3 Millionen sind erstmal geknackt. Gut, es ist weniger Geld auf dem Konto gewesen, weil was ich auch gemacht habe, ist ja für die knapp 400.000 entsprechend Holz eingekauft. So, jetzt bin ich am Überlegen, irgendwo muss doch von Planters, muss doch irgendwo Erdnussöl hin. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, schicken wir den schon mal hoch zu Planters. Also das Erdnussöl muss rüber zu Kents, ne? Möchte ich meinen. Weiß gar nicht, wie viel wir haben. Meine gut, nach der Nacht muss ein bisschen was dastehen. Ein Erdnussöl. So, und der andere sollte eigentlich hier oben stehen, ne? Ne, das ist die Bank. Heranzoomen. Da ist er doch. Ich weiß nicht, brauchen wir die Erdnussbutter irgendwo? Das wäre so eine Sache. Ne? So 162 plus 54 plus 108 sozusagen. 170.000. Könnten wir ihn eigentlich auch mit zu Planters nehmen, ne? Oder? Dass wir nebenbei versuchen, das, was produziert ist, noch zu verkaufen. Also wenn ich jetzt zu Planters hinkomme, dann habe ich ja dort auch gleich wieder Arbeit. Muss ich wieder nachfüllen, ne? Gut, stehen die zwei LKWs am Hof rum. Die könnten Nachschub bringen. Erdnuss ist eigentlich noch da. So, unser Drescher ist fertig. Den müssen wir auch dann gleich umsetzen.
Ja, theoretisch neuer Tag, ne? Das haben wir gestern auch im Stream schon gar nicht mehr gemacht, hätten wir schon mal nach den Tieren gucken müssen. Aber die können nicht innerhalb von einem Tag so schlecht dastehen, weil wir waren ja eigentlich gut hinterher, ne? Obwohl, ne, Ziegen hätten Futter gebraucht, ne? Oder mit ihnen hier gleich Futter mitnehmen. Ne, machen wir nicht. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich irgendwo die Erdnussbutter und das ist das dritte, was wir bei Erdnuss herstellen. Einen LKW, der am Silo stand mit Schalen beladen, den habe ich jetzt nochmal hochgeschickt zu Lydias Garten. Dass wir dort eventuell noch was loswerden an Schalen. Ups, der ist angekommen. So, Erdnussöl. Ja, mehr wie 13 Paletten wären es nicht, aber gut. Das ist so, dann... Bevor ich ihn aber irgendwo falsch hinschicke, gucken wir nochmal hin zu Kent. Ach, das andere ist, glaube ich, mit Honig, ne? Aber mir war doch gestern... Ich habe ja gestern vorm Stream sozusagen noch Kent einiges leer gemacht. Oh, hier sind auch schon wieder über 50.000 bei zwei Sorten da. Hier hat man schon, hatte ich mich vertan bei den Auslagerungen, gar nicht alles rausgekriegt, ne? Und irgendwo ist doch... Ich würde sagen, hier, genau, hier fehlt es Erdnussöl, ne? Genau so ist es. Da kann nämlich er hier hoch und da können wir hier gleich nochmal eine Ladung verkaufen. Also zwei Ladungen. Damit kommen wir unserem Ziel ein Stück näher. Wir brauchen unbedingt 12, 13 Millionen auf dem Konto, um uns unten ein Ölfeld zu kaufen. So, Kent fährt er hin. Theoretisch hätten wir ihn noch... Wie viel haben wir hier noch? Oh, 9600 ist bloß noch da in Honig, ne? Stehen ja einige Honigpaletten an der Kaffeerösterei rum, ne? Kriegen wir ihn nochmal über Umwege, aber den kriege ich nicht mehr ein. Wo ist er denn hin? Nee. Da ist er. Und zwar machen wir das, er fährt nochmal... Zum Kaffeeröster und er fährt hier nochmal Honig hoch, ein paar Paletten. Kaffeeröster, wir fahren mal, oh, hinten am Wasserschacht ist schlecht. Wir fahren mal hier bei Kohle hin, dann steht er dort vorne. Da kriege ich ihn dann schon mit. Ne, bis dahinter latsche ich jetzt nicht, das muss ich hier so übers Einsteigemenü machen. Achso, nee, wir müssen ja erst auslagern. Hier oben geht es ja nicht, wenn wir uns daneben stellen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das irgendwo brauchte. Das mit Honig oder das mit... Wie viele Paletten sind denn? Das sind ja auch bloß immer 27 Paletten. Das wird niemals eine volle Ladung hier, ne? Brauchen wir das irgendwo? Mir ist so, als würden wir das irgendwo brauchen. In der Pastory brauchen wir da... Ich glaube aber nicht, ne? Verkaufstechnisch, ja, wo ist jetzt das von Planters? Das weiß ich wohl ja nicht. Jo.
Butter bei Pine Valley Aldi und Davenport Aldi. 7300, 6500 und Davenport Aldi 4. Also das kann ich nie machen, kann ich hier an eine Stelle bringen. Wir werden eins machen, wir werden 20 Paletten auslagern. Da kann man auch alles auslagern. Wenn wir irgendwo als Rohstoff was brauchen, dann werden wir dort auch wieder was finden. So ein Stück vorfahren, weil wie gesagt, hier kann ich sonst den Autoloader nicht stehen lassen. So, 27 Paletten und die fahren zu Davenport Aldi. So, Davenport. Aldi. Aber was ich jetzt natürlich noch mache, ist vorsichtshalber hier mal gucken. Ach, hier unten unsere Sämaschine ist ja mit Standardhelfer unterwegs. Weil das hatte ja Jürgen gestern angefangen, das Feld. Den muss ich dann immer bloß mal wegschicken, neue Saatgut holen. Aber das sollte nicht das Thema sein. Ne, hier brauche ich es glaube ich nicht. Ne, doch. Ah ne, das ist Honig. Ah ne, das ist ja produzierte Sache. Das ist ja schon ein Endprodukt, haben wir 7000 drin. Ach ne, hier braucht man richtige Butter. Ist aber auch genug drin, okay. Ja, weiß ich nicht. Wenn, dann weiß ich es aktuell nicht. So, hier wird fleißig angesät. Genau, er war doch hier fertig. Also irgendwas mussten wir doch machen. So, den brauchen wir bloß ansetzen, denn auf dem Server haben wir kein AI-Vehikel mit drauf, hier schon. Den setzen wir einfach an auf der 43 und dann macht er weiter, macht erstmal im Vorgewende. Das wird auch funktionieren, dass der Autotreifahrer ihn dann abtankt. War immer im Vorgewende ein bisschen hakelig, aber werden sie schon hinkriegen. Ja, und dann müssen natürlich noch zwei Kappelfelder, 44, 45, die müssen auf alle Fälle noch erntereif werden. Ne? Die sind es leider noch nicht so. Das stellen wir mal um auf 43, müssen wir dann zwingend auch mit dem Abfahrer machen. Ne? Drescher 43. Also er kam schon wieder hinterhergefahren hier. Ne? Weil die Abfahrer fahren ja halt entlassen am besten mit umstellen. Die fahren ja jetzt eher den Thresher an. Das ist ja auch mit geändert worden. 43. Obwohl er gestern immer mit dem Thresher kuscheln wollte, ja, ne? Da sind wir relativ dicht hinterher gefahren. Aber das wird schon passen. Unser Mond ist immer noch nicht fertig hier. So, hier wird trocken angesät. Der ist schon mit dem Vorgewende beschäftigt. Hier, gut, Feld ist auch nicht groß. Ne?
Ja, schicken wir jetzt schon Düngerstreuer rüber, eigentlich noch nicht. Wir werden erstmal hier noch die Felder kalken. Ich glaube, die müssen wir 43 müssen wir da auch kalken. Ne? 42, ne? 43 müssen wir genauso kalken hier unten. 31, 32 müssen wir nichts weitermachen. Aber jetzt muss ich mal gucken. Doch, er fährt noch, oder? Ja, er wird noch ein gutes Stück kommen. Den hatte ich vor der Aufnahme zum Hof geschickt und wieder zurück. Meine, er verbraucht mehr Dünger wie Saatgut, ne? Ja, wo extra jetzt die Überladewagen ja herholen? Nee. Die müssen wir vielleicht noch zweimal zum Hof schicken, dann ist das Feld fertig. Weil er wird eine Weile brauchen, das steht fest, ne? Aber wenn ich hier bin, kann ich gleich auch noch mal gucken. Weil wir hatten ja gesehen, es war ja nicht mehr viel Packung. Gut. Ja, schade, hier stehen keine Prozente dahinter. Ne? Wo ist denn hier der Trigger? Ist ja draußen in der Schokoladenfabrik. Trigger ist ja draußen. Ja, eigentlich müssten wir hier dunkle Schokolade verkaufen. Milchschokolade nicht, die brauchen wir. Aber weiße Schokolade könnten wir verkaufen. Kakaopulver können wir auch nicht verkaufen. Achso, das ist jetzt durch die Ziegenmilch, die Erweiterung, ne? Packung, Verpackung könnte was her, 10.000 Liter, 12.000 Liter, ja. Zucker natürlich auch, aber gut, Wasser ist da. Und Kakao muss aber, ja, Kakaobohnen müssen auch her. Wenn ich das alles merke, gucke ich da noch fünfmal nach. So, wir müssten hier noch Wegstrecken einfahren, da kommen wir ja aktuell nicht dazu hier. So, er wird gleich den Drescher bedienen. Eigentlich hatte ich doch jetzt hier irgendwo, genau hier. Ich wollte doch den Kalkstreuer einstellen. Das wird auch bloß ein temporärer Kurs. Feld 41, 18 Meter Arbeitsbreite. Ecken waren auf scharf eingestellt. Er beginnt am ersten Wegpunkt. Hat sich auf den Herweg beladen. Wenn es nicht reichen sollte, holt er sich Nachschub. Das kriegt er ja so eigenständig hin, das passt schon soweit. Okay, warum fährt jetzt die Spritze hier durch? Also die hat sich beladen und will wieder darüber. Zur 90. Das ist natürlich nicht schön, dass es da so hängen bleibt. Gut, das sah jetzt so aus, als wäre eins leer gewesen bei unserer Dieselproduktion. Aber zum Glück nicht, ne? Ja, weiß ich nicht, ob man das dann mit einer... Mich wundert einmal, dass er überhaupt durchfährt, weil... Aus dem einfachen Grund dort erstmal... Ah, hier steht noch ein LKW rum. Hier habe ich Milch aufgeladen. Da sollte er noch hochfahren in die Molkerei. Mich wundert einmal, dass er überhaupt durchfährt. Weil normalerweise sind ja der Trigger. Und er müsste ja bloß vorne rumfahren. Ich meine, dass er von der... vom Pflanzenschutz beladen kommt, ist mir soweit klar. Ja, klar könnte man jetzt dort Nebenstrecke durchmachen, aber Nebenstrecke heißt ja auch nur, dass der Weg für ihn länger ist sozusagen. Dass er von hier kommt, ist mir soweit klar. Er will in die andere Richtung, aber was mir nicht klar ist, warum er nicht... Oh. So viele können es nicht gewesen sein, die ihren Kurs verschoben haben, oder? Ja, damit kann er nicht umgehen, mit solchen Winkeln hier.
Da hat bestimmt wieder mal einer drauf geklickt. So, dann würde er auch gerade ausfahren und vorne raus und würde nicht hier versuchen, durch Dünger- und Saatgutbeladung durchzufahren. Also das kriegt er nicht hin, ist klar. Ja, das ist, wenn ich immer wieder hier mit eingeschalteten Autotreifnetz irgendwo hinfahre und irgendwas mache. So, er fährt nochmal hoch zur Molkerei. Wir werden für heute Feierabend machen. Machen Montag hier weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann schauen wir mal, was wir Montag noch so verkaufen können. Alles. Gibt's, müsste irgendwo noch einer stehen, ne? Ja. Müssen wir dann gucken. Wird ein bisschen mehr Geld auf dem Konto sein. Vielleicht auch ein bisschen mehr geerntet. Mal gucken. Also in diesem Sinne, allen noch schönen Sonntag. Würden wir euch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. 16 Uhr geht's ja weiter. Bis dahin. Und tschüss.